Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zur Feuerrot Egglock. Mein Name ist Pomo Tutorial TV. Und ja, es geht weiter mit einer neuen Folge in der legendären Rocket-Spielehalle. Und da gibt es natürlich jede Menge versteckte Münzen, die wir so finden können. Und deswegen gehe ich hier ein wenig rum und rede auch mit den lieben Leuten hier. Und ja, übrigens ist das der Typi, wo normalerweise ein Brät in der Arena, welchen Typ man verwenden soll. Ja, und das ist natürlich die liebe Erika hier an der Stelle. Übrigens werde ich einen Pokémon-Druck machen. Ja, natürlich. Komm, ja, für 50 machen wir das. Sepia. Blitz. Ein Pokémon-Aufdruck ist fertig. Sieh dir auf deinen Trainerpass an. Übrigens, man kann wesentlich schneller Feuerrot durchspielen als ich. Also ihr seht schon, ich habe 13 Stunden Spielzeit. Das ist eigentlich utopisch für so eine, für so ein kurzes Projekt. Normalerweise dauert das... Ich würde jetzt behaupten, es dauert das komplette Spiel durchzuspielen, wenn man wirklich schnell ist, vielleicht 16 Stunden. Ihr könnt mir aber gerne was anderes schreiben, wenn ich mich da irren sollte. Aber ich überlege gerade, sag mal, gibt es hier nicht noch mehr Münzen? Irgendwo gibt es doch sau viele Münzen hier. So, komm, du hast doch hier auch sicherlich toll viele Münzen. Ja, gib mir 20 Münzen. Du musst die Weizen genau im Auge behalten. Ja. Natürlich dürfte ich euch das eigentlich aufgrund von Jugendschutzgründen gar nicht zeigen. Das fällt mir jetzt gerade mal auf. Aber was ein Glück, spielen wir ja nicht mit den Automaten, sondern erhalten ja nur die ganze Zeit Münzen. So, rennen kann ich hier noch nicht. So, 20 Münzen. Komm, gibt's jetzt hier noch irgendwo Münzen? Ich will noch Münzen. 10 Münzen. Vor der Theke natürlich. Klar, da fällt es auch dem Personal am wenigsten auf, ne? Irgendwo gibt es noch 200 Münzen oder sowas. Wo sind die? 10 Münzen. Menschenskinder. Ich finde die vielen Münzen finde ich nicht. Ich bin bestimmt vorbeigegangen an denen. Ja, gib mir Münzen. Man gewinnt, man verliert. Wunderschön. So, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe die meisten Münzen sogar noch übersehen. Aber ist auch egal. Wir spielen ja im Moment sowieso nicht mit dem Automaten, sondern kämpfen gegen diesen Rocket-Rüpel, der hier ganz unauffällig vor dem Poster steht. Was natürlich kein geheimer Schalter ist oder sowas. Nee, nee, nee. Da hat er natürlich prompt ein Radikal. Level 20. Das hier natürlich versucht, Mickey anzugreifen. Kommen wir mal mit Donnerschock. Ich bin echt froh, wenn die Weiterentwicklung Ampharos die nächste Attacke lernt. Ja, wir haben ja Demon im Team. Das ist aber nicht so gut. Das liebe Issu. Grimasse. Dadurch sollte Radikal auf jeden Fall schneller werden. Ich glaube, ich werde outspeedet. Yep. Ja, aber auch nur, weil die Priorität höher ist. So. Hauenattacke. Reicht, um hier den KO zu machen. Und natürlich als mächtigstes Pokémon und als Markenzeichen von Team Rocket darf ein Zubat im Team natürlich nicht fehlen. Genauso schnell ist es aber auch wieder K.O. So, und ja, Mist. Ja, dann würde ich mal sagen, hau ab. Ja, ja. Vor allen Dingen, er läuft durch die Wand. Leute, er kann gar nicht da langlaufen. Das ist so seltsam. Genau. Also, er ist über diese Treppe hier drüber gelaufen. Eigentlich gibt es keinen Sinn, wie der da rausgekommen ist oder hingelaufen ist. Keine Ahnung. AP Plus, wo bist du? In einem dieser Büsche warst du doch. Ich erinnere mich an alles. So, hallo. Du hast Mut, hier reinzuplatzen. Hallo, hier bin ich. Schön, dass du auch da bist. Ach, schon wieder ein Radikal. Sag mal, habe ich den Trainer nicht vorher schon gehabt? Oh, der ist ja sogar ein Level stärker. Grimasse. Ich werde nicht langsamer, als ich eh schon bin mit dem Pokémon.
Also Ampharos ist nicht wirklich bekannt für seine horrend hohe Initiative. Deswegen ist das hier jetzt nicht so schlimm. Huiuiui. Zieht ganz schön viel ab. Muss ich ja aufpassen. So. Donnerschock. Ja, woher war mir klar, dass jetzt hier noch ein Ruckzuckhieb kommt? Und nochmal Donnerschock. Migi aber schon sehr geschwächt. Können ruhig einen Supertrank verwenden. Ich werde bei Radikal jetzt aber zurückrufen. Auf Muggelbaum. Das hat hier wesentlich bessere Karten. Radikal sollte fett sein. Der Fußkrieg wird einiges abziehen. Na. Ich werde auch mit diesem Pokémon nicht wirklich langsamer, als ich eh schon bin. Gumgum ist auch nicht das schnellste gerade. Joa, Fußkrieg zieht einfach knallhart alles ab. Mist, versagt. Wenigstens bist du kreativ und sagst ein Wort mehr. Ich bin begeistert von dir. Ich könnte wirklich Fluchtseil benutzen in dieser Folge. Aber noch nicht. Noch nicht. Vielleicht später. Ich werde mich erstmal ein wenig weiter ins Rocket-Lager vorbegeben. Wie kommst du hierher? Gute Frage, nächste Frage. Traumato, Level 21. Vati. Wir sind alle begeistert von Vati. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst, Vati. Hätte ich jetzt wetten müssen, um 20 Euro hätte ich definitiv dagegen gewettet, dass es hier zu einem, ja, Nicht-Verwirrung kommt oder dass es hier zu keiner Verwirrung kommt. Menschenskinder. So, Steinhagel. Attacke vom okay. Mir erschließt sich nur nicht so ganz, warum hier jetzt auf Kopfnuss geswitcht ist. Typeneffektivität ist nicht in Team Rockets Stärke. 229 Erfahrungspunkte. Jo, dann machen wir mal weiter. Sorry für die kleine Unterbrechung hier an der Stelle. Wir setzen als allererstes mal Schaufel ein und verbuddeln uns. Was natürlich ganz schön gewagt ist, hier gegen diesen Pokémon hier gegenüber drin zu bleiben. Dennoch machen wir Schaufler. Reicht nicht. Es kommt Geowurf. Ich würde schon fast darauf tippen, dass vielleicht sogar hier an der Stelle der Karateschlag wesentlich mehr abgezogen hätte, aber gut. Wir wissen ja, dass Team Rocket nicht unbedingt für gute Attackenwahl bekannt ist. Dann gehen wir nochmal ein Stockwerk nach unten. U2. Ach, das ist der Trainer. Der Boss sagt, dass das kommt, macht Gäste sichtbar. Ja, ich bin beeindruckt. Als würde es das Devonscope nicht machen. Also, Devonscope macht sogar was Unsichtbares sichtbar. Eigentlich ist das Devonscope sogar mächtiger als das Zipscope, wenn man so nimmt. Weil beim Devonscope man irgendwas sieht, was man überhaupt nicht sehen kann. Einen Geist kann man ja sehen, weil der begegnet ja einem wild. So paradox es klingt, ne? Ach ja, da war ja noch was. Baumwollsaat. Was haben wir denn? Heuler. Ja, komm, Heuler kann ich noch verlernen. Wir sind beeindruckt und lernen Baumwollsaat. Nächstes Pokémon ist Smogon. Rufen wir auf Paddy zurück. So, Level 17 ist das Pokémon. Machen wir Finsterfaust. Bäm. Verteidigung ist leider sehr hoch von Smogon. Wieso Smogon nicht mit einem One-Hit-KO K.O. geht? Das war gerade meine etwas defekte Tastaturenunterlage Armatur-Dings. Bums. Weil das rastet nicht mehr so gescheit ein. Das finde ich nicht so toll, aber gut, daran kann ich leider nichts ändern. So. Rufen wir nochmal zurück, weil es so schön war. Was Zubat ist. Zubat! Ja, hier, take it. Sehr effektiv. Adieu. So ist das gut. So mag ich das. So, 196 Erfahrungspunkte. Slimer. Nö, brauchen wir auch nicht wechseln. Nö. Ja. Hartmann.
Ich weiß gar nicht, ob der auf Elektroattacken in der dritten Gen Einfluss hat, aber er dürfte normalerweise nicht. Wow, ein Volltreffer. Jetzt konnte ich es natürlich schlecht beurteilen. Und das letzte Pokémon ist natürlich obligatorisch ein Radikal. Dann kommt auch nochmal Gum-Gum zum Einsatz. Vielleicht reicht es ja für ein Level ab, aber ich bin der Überzeugung, es ist zu niedriges Level. Es reicht wahrscheinlich eher weniger. So, Radikal ist besiegt. Na? Ich wusste es, es reicht nicht. Stopp, ich ergebe mich. Ja, hier, die Handschellen. Ich weiß, dass ihr auf Sadomaso und so steht. Hallo, auch hier. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ich habe keinen Alarm wahrgenommen. Ist ja auch so lustig mit dem Snobillicat und dem Alarm. Dass das wirklich so gemacht worden ist, dass sie im Untergrund von Mahagonia City gelebt haben. Ist ja eigentlich schon lustig überhaupt. Untergrund, ne? Ihr müsst euch vorstellen, da ist einfach gar nichts. Da ist ein Haus, das total unbedeutend ist. Wo ein Karl die ganze Zeit irgendwelche Wutkekse verkauft. Also, ein bisschen bedeutend ist es schon, weil Wutkekse sind cool. Aber dennoch, ansonsten ist da nichts. Nur Wutkekse. Da ist noch nicht mal eine Bäckerei. Wie können die Kekse dort entstehen? Ich meine, es ist ja eine Spezialität von Mahagonia City. Eine Spezialität. Ich stelle mir gerade so vor, wie die Frau von ihm in diesem Haus sitzt und am Zerankochfeld 24 Stunden nonstop solche scheiß Wood-Cookies guckt. Guckt. Oh Mann. Ja. Das muss frustrierend sein, um jetzt bei der TM21 Frustration zu bleiben. Oh Mann. War das nicht hier drin? Verschiedenfarbige Lichter blinken. Also ich sehe da nichts blinken, Junge. Ah, hier war's. Das Nugget. So, und jetzt machen wir mal eine kleine Wendung in dem Part. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Dass ich jetzt Fluchtseil einsetze. Gut, ich hab's auch ein wenig angekündigt, dass ich es doch mache. Aber ich habe was ganz, ganz Wichtiges zu tun. Zwei Dinge. Die erste Sache, wir wollen natürlich einen epischen Kampf in dieser Folge haben. Zum anderen gibt es da noch einen sehr, sehr besonderen Encounter, den wir uns holen können. Denn es war üblich, bis zur dritten Generation, wo es auch noch die Spielehalle gab, dass man natürlich auch einen Preis AK Pokémon eintauschen konnte. Und Abra ist eine tolle Geschichte, deswegen kriege ich für das Abra natürlich auch einen Encounter. Der Nachteil an der Sache ist, ich darf jetzt leider nicht angeln. Weil das Problem ist, theoretisch müsste ich es zu Prismania City zählen. Aber das ist auch eine sehr besondere Möglichkeit. Wir gucken uns einmal das Abra mal an. Ne? Übrigens Level 9. Es ist froh. Und kein Konzentrator. Da dürfte sich unser Kappa Kappa Loris nicht so darüber freuen. Ich habe hier einen Vorschlag, der schon sehr, sehr lange in der Liste drin ist. Den mache ich jetzt mal raus. Es ist nämlich Box 1 Platz 15. Und das ist dieses Pokémon hier von Nico. Es kann ja nur besser werden. In der letzten Folge hatten wir Carpador und Isso zur Erinnerung bekommen. Ja, ich sage das so jetzt einfach mal kommentarlos gar nichts. So ziemlich das Nutzloseste, was man in eine Nuzlocke bekommen kann, beziehungsweise hier in dieser Egglock. Mal gucken, was da in diesem Ei so drin ist. Ich würde es feiern, wenn ein Dratini oder so drin wäre. Ey, das wäre mal ein Ziel, ein Dratini. Das würde ich auch sofort trainieren. Komm, schlüpf aus. Wir wollen alle wissen, was sich darin verbirgt. Wir sind alle Feuer und Flamme. Komm schon. Also, wenn es ein Dratini ist, hat es jedenfalls viel Schlitte gebraucht. Bitte. Oh Gott. Ein Perloom. Es kann wirklich viele Attacken lernen. Und ich finde auch garantiert bestimmt einen Abisszahn und eine Abissplatte. Bin ich mir 100% sicher. Och nee, Mensch.
Jetzt habe ich einen Berlu. Kühn. Und selbst das Wesen ist gut. Moment mal. Da kann ja ganz schön viel attacken. Aber dennoch, es lernt ja nicht wirklich was. Und wir haben ein Wasser-Pokémon in unserem Team. Das heißt, Berlu ist auch so Boxfall. Nein. Ach, Mensch. Pokémon ablegen. Ach, Mist. Team. So, und ich muss natürlich Oh Shit mitnehmen. Oh Shit S. Oh Shit S wird mitgenommen. So, weil wir müssen den Zerschneider benutzen. Ha, jetzt wisst ihr natürlich, wohin ich gehe. So, aber eine zweite Sache muss ich auch tun. Migi kurz mal tauschen. Ich überlege gerade. Ich denke, Markus sollte die beste Option sein. Alternativ kann ich immer noch auf Kampaloris switchen. Das kann ich aber nicht immer machen, weil sie wird auch einige Gift-Pokémon gegen uns einsetzen. Und ja, das kann natürlich lustig werden. Die Arena ist voller Frauen. Oh, funktionieren tut da unten zwar eh nichts mehr, aber ich gucke einfach mal rein. Übrigens, was mich auch so ein bisschen stört, ist dass der Typ genau auf... Guck mal! Hier sind überall Fenster, du kleines Dummerchen. Hier kannst du reingucken. Wo guckt der drauf? Auf das Arena-Schild. Oder hat die Hand in der Hose? Das kann natürlich auch sein. Mann. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Ich glaube, der Satz wurde auch geändert. Ich meine, in der ersten Generation war der anders gewesen. Ich glaube, er hieß so, Jungen haben hier nichts verloren oder so. Aber da man ja Mädchen mittlerweile auch auswählen kann, ist es natürlich so, dass das hier nicht funktioniert. Es war ja auch eine Sensation, dass man dann das Mädchen auswählen konnte. Es basiert ja sozusagen auf der eigentlichen Vorlage, also aufgrund des Mädchens, dass man eigentlich schon in der ersten Generation hätte sein können. Bloß aufgrund von Speicherplatzgründen wurde das alles verworfen. Also, das war so utopisch gewesen, das hat man dann nicht in die Edition reingepackt. Auch die Geschichte mit Pokémon-Eiern, die eigentlich in der zweiten Generation eingeführt worden sind, waren schon eine altbekannte Idee aus der ersten Generation. Und deswegen ist es eigentlich relativ altgebacken. So, da ist mal wieder Tauros am Start, Bedroher. Können hier wunderschön Hornattacke einsetzen gegenüber von Mirapla. Geht alles easy peasy. Gnofensa. Nö, da wechseln wir nicht. Brauchen wir nicht. Müssen wir nicht. Alles sehr einfach. Und Tauros muss auch ein bisschen trainiert werden, wie ich sehe. Guckt mal auf das Level. Tauros ist gerade mal Level 29. Die anderen Pokémon sind schon fast jenseits der Level 30. Beziehungsweise sind schon jenseits der Level 30. Also Tauros kann hier durchaus ein bisschen aufholen in der Arena. Das heißt ein bisschen. Die haben schon viele Pokémon. Auch einige, die relativ viele Erfahrungspunkte bringen. Wir sind jetzt hier ganz am Anfang. Deswegen bringen die noch nicht so viel. So, nochmal Hornattacke. Eine wunderschöne Attacke für Markus. Also unglaublich. Sehr präzise. Step. Stark. Passt. 75er Stärke. Da freut man sich. Wir haben noch ein paar Trainer vor uns. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Ja, Pflanzenpokémon brauchen auch nicht unbedingt so viele Erfahrungspunkte. Das bekannteste Beispiel sollte wohl Blubella sein. Gibt auch noch andere. Allgemein Pflanzenpokémon sehr handzahm zu trainieren. Wenn man unbedingt mit Pokémon anfangen will, die wenig Erfahrungspunkte brauchen, kann ich immer ans Herz legen, Pflanze, Käfer-Pokémon zu nehmen und... Was auch eine große Besonderheit ist, Altaria. Altaria braucht bis Level 100 gerade mal 600.000 Erfahrungspunkte. Das ist sehr, sehr wenig für ein solch gutes Pokémon. Also wenn ihr mal schnell ein Pokémon Level 100 braucht, Altaria ist immer eine gute Wahl. Immer. Und ich finde, Altaria hat auch ein tolles Design, also da macht ihr nichts falsch. So, da ist die nächste Trainerin. Hast du hier nicht schon einmal herangeschaut? Nö, das war der alte Sack vor der Arena, der euer Arena-Schild anguckt. Vor allen Dingen, dass sie mich mit diesem alten Greis verwechselt, ist eigentlich schon eine förmliche Beleidigung. Es ist eigentlich eine Beleidigung. Finde ich nicht okay.
Nee, das finde ich nicht okay. Ist übrigens lustig, wenn man... Ich meine, wenn man alle... Oder wenn man den Arenaleiter oder die Arenaleiterinnen besiegt hat, ist es so, dass die Trainer einen nicht mehr herausfordern wollen. Ich meine, da war irgendwas gewesen. Ob das jetzt hier in der dritten Generation eingeführt worden ist oder in der ersten Generation schon so war, bin ich mir persönlich nicht so sicher. Ich meine aber, das war schon von Anfang an so gewesen, dass die Trainer deaktiviert werden, wenn man den Arenaleiter, die Arenaleiterin besiegt hat. So, hallo. Unterschätze niemals die Girl Power. Jo, mach ich nicht, tu ich nicht. Ja, und Yvonne hat 5 nutzlose Pflanze-Pokémon mit am Start. Darunter dieses wunderschöne Gnofenser. Wie viel mal Hornattacke habe ich noch? Noch 15 Mal. So, nach dem Kampf habe ich es nur noch 10 Mal. Wie gesagt, Markus holt hier mächtig auf in der Arena. Sind wertvolle Erfahrungspunkte. Wie findet ihr eigentlich das Projekt bis so? Oder bis zu dem Zeitpunkt so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch gerne Verbesserungsvorschläge, Anregungen etc. Sowas lese ich immer gerne. Ihr könnt auch gerne Off-Topic-Themen vorschlagen. Über sowas rede ich auch sehr gerne. Mir fällt da gerade ein, über eine Sache könnte ich tatsächlich reden. Was haltet ihr davon, über 18 zu Hause zu wohnen? Ich meine, als ich so in dem Alter war, habe ich mir überlegt, auszuziehen oder nicht auszuziehen. Ja, und dann entscheidet man sich entweder dafür oder dagegen. Gibt es meistens die verschiedensten Gründe dafür, auszuziehen. Hauptgrund ist wahrscheinlich Schule und Beruf, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke auch, es wird einige geben, die mit einer Freundin, einem Freund zusammengezogen sind. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrungen da in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon in dem Alter seid, wo ihr euch darüber Gedanken macht. Weil ich denke, so mit 13, 14 macht man sich über so ein Thema vielleicht noch nicht so viel Gedanken. Aber um ehrlich zu sein, je früher man sich über dieses Thema Gedanken macht, desto besser. Übrigens lustig, dass sie gesagt hat, bringe keine Käfer-Pokémon hier mit rein, weil Gift-Typen gegenüber von Käferattacken nicht wirklich anfällig sind. Deswegen, ja, frage ich mich, warum sie die ganze Zeit von Käferattacken spricht. Gut, Hornattacke macht die Arbeit hier sehr, sehr solide. Ich bin echt glücklich, dass sie so viele tolle, weiterentwickelte Pokémon auf niedrigem Level haben. Das bringt alles sehr viele Erfahrungspunkte ins Team rein. Ich bin echt glücklich, dass gerade hier Starre Spur komplett ins Leere gegangen ist. So, Raserei hat auch Step, deswegen reicht das. Heieiei, hat es noch nicht mal gereicht, um Duflor hier zu besiegen. So. Noch eine Trainerin. Ich habe die Ehre, ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ha. Und ich liebe Schönheiten. Vor allen Dingen welche, die Ramona heißen. Immerhin hat sie nur ein Overlevel 24. Das ging schnell. Bindroa vermindert den Angriff. Und Owei ist nicht besiegt, aber Hypnose geht daneben. Machen wir mal Verfolgung. Kriegt natürlich sofort einen Volltreffer hin. Und das reicht zum Level Up für Level 31. Anstieg ist okay. Hätte aber auch besser sein können. 1728 Poké-Dollar. Und meine Damen und Herren, der finale Abschluss. Ist das denn doch nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss wohl kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Kampf gegen Erika! Und wer du zwinkerst mir zu? Satzena setzt ja als erstes ein. Level 29. Fängt ja also direkt mit einem relativ starken Pokémon an. Vom Typ Gift. Das kann natürlich gefährlich sein. Es zieht exakt die Hälfte ab oder ziemlich genau die Hälfte. Wir müssen natürlich aufpassen. So, dann kann ich aber hier sehr flink einen Paraheiler einsetzen. Gigasauger kommt. Der zieht auch einiges ab, muss ich gestehen.
Eine Fähigkeit wie Kloakensoße wäre jetzt natürlich super, aber Tintara haben wir ja nicht bekommen. Tangela. Ich wechsle auf Kapaloris. Ich war gerade im Gedanken, ob es Egelsamen kann. Deswegen habe ich auf Kapaloris gewechselt, weil Egelsamen gegenüber von Pflanze-Pokémon keine Wirkung haben. Muggelhieb. Und das hat viel abgezogen. Auch des Volltreffers bedingt. So, Sternschauer. Okay, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Das Pokémon wurde vergiftet. Okay, sie kann nicht mehr wechseln. Das ist auch wenigstens ein kleiner Vorteil hier an der Stelle. Giftschaden bleibt konstant. Auch das sollte man über eine normale Vergiftung wissen. Ja, jetzt muss ich aber wohl wechseln. Ja, jetzt wird's spannend. Leider kann Migi in dieser Edition keinen Feuerschlag lernen. Es ist schwierig. Ich werde mal vorsichtig auf Apollo wechseln. Wie viel zieht er ab? Das ist jetzt die Frage. 13 KP. Es wäre natürlich denkbar günstig, wenn ich hier in den Genuss kommen würde, Hypnose treffen zu lassen. Göttlich. Göttlich. Hypnose trifft das Ziel ins Schwarze. Sternschauers Schaden sollte jetzt ausgeglichen sein. Meine Güte, ein langer Part, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich ihn doch ein wenig kühl. Oh, ich wusste nie, dass du einen Hyperheiler hast. Aber hey, jetzt weiß ich's. Fuck you, ey. Ich hab die noch nie Hyperheiler einsetzen gesehen. So, jetzt hat sie aber keinen mehr. Noch nie, ich wusste, dass sie einen Hypertrank hat. Ungewöhnlich. Ich weiß in der ersten Generation, dass sie X-Angriff, X-Abwehr und sowas haben. Nie wieder hatten die so Items gehabt. Aber, das ist sehr... Das ist extrem ungewohnt. Wie gesagt, sie kann nicht wechseln. Ist kein Wechsel möglich. Nochmal Nachtnebel. So, Tangela ist besiegt. Pani kriegt hier noch Erfahrungspunkte, asiatisch auch. Letztes Pokémon sollte man kennen, es ist Giflor. Wir werden mal kurz den Angriff senken. Ich denke, das wird Giflor nicht so gut bekommen. Wir müssen hier natürlich auch auf den Gigasauger aufpassen. Aber wie ihr wisst, in der dritten Generation nur 3 AP. Und das heißt, Gigasauger, 5 AP und das heißt, Gigasauger ist verdammt schnell alle. Gut, Stahlspore ging schon mal daneben. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Okay, Stahlspore hat jetzt aber leider das Schwarze getroffen. Ich kann aber ruhig mal riskieren, anzugreifen. Jetzt muss ich mal gucken, dass es nicht zu viel abzieht. Das war doch viel. Aber Giflor kann sich hier nicht rausretten. Das war's. Leiter, Erika ist besiegt. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Ja! Ja! Ein weiterer Orden! Bis jetzt war das meine erfolgreichste Locke überhaupt. Im Allgemeinen ist es auch ein sehr erfolgreiches Projekt, das ich auf meinem Kanal führe. Und auch vielen, vielen lieben Dank, liebe Erika, für den tollen Gigasauger. Den werden wir sofort beibringen. Asiatisch. Ja, bitte, welche Attacke soll vergessen werden? Wir vergessen natürlich Absorber.
So. Und Maschine bereit. Salate, Gigasauger. Fantastisch. So, und jetzt können wir auch noch die ganzen AP Plus aufbrauchen. So, dann nehmen wir Gigasauger. Ja. Das ist relativ nervig mit dieser Sequenz dazwischen. So, nochmal Gigasauger. Wunderbar. So, habe ich einen... Nö, ich habe kein Gegengift. Leute, ich hoffe, der Part der Feuerrot Egglock hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen. Ja, liken und hypen nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Asiatisch und so weiter und so fort mit den lieben Pokémon. In der Endcard sind auch noch viele tolle Pokémon verlinkt. In der nächsten Folge werden wir uns frisch hier geheilt an der Stelle wiedersehen. Und ihr dürft gespannt sein, wie es dann weitergeht. Ich verabschiede mich und sage bis dann. Servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Und tschüss.